Was geht ab, Leute? Willkommen auf meinem Kanal. Bin hier voll gechillt, zieh mir ein paar YouTube-Videos rein, bisschen TikTok, Insta, dies und da. Jetzt bin ich auf was gestoßen, das ich gern mit euch teilen möchte. Es ist auf jeden Fall krass, was bei TikTok abgeht. Wir fangen erstmal an mit Sarah GBS. Also, wenn ihr euch erinnert, ich habe ein Video gemacht, TikTok Fights. Da hat sie gewonnen gegen Sarah Sarita. Gucken wir uns mal an, was die junge Dame uns zu sagen hat. Um das hier nochmal laut zu erwähnen, ich setze auf niemanden einen Fluch, aber jetzt muss ich es leider tun. Und auch wenn ich dafür Hate bekomme, ich muss leider auf gewisse Menschen einen Fluch setzen. Ich wollte es wirklich nicht tun, ich wollte wirklich nicht so weit gehen und sowas machen, aber es geht nicht. Es geht. Habt ihr gehört? Sarah GBS ist eine Hexe geworden. Das ist auf jeden Fall. Ja, die kann jemanden mit einem Fluch belegen. Und das meint die vollkommen ernst. Ne? Geht nicht. Und was jetzt passiert, dafür nehme ich keine Verantwortung mehr. Ich setze diesen Fluch und gut ist. Und ihr könnt, ich meine das gerade sehr, 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 sehr ernst. Diesen Fluch, den ich jetzt setzen werde, der geht nicht nur wie bei Sammy ein, zwei Jahre. Der geht ein Leben lang. Und ich habe für diesen Fluch gelernt. Ich habe mir Tutorials angeguckt. Ich kann das auch, Leute. Ich bin Marokkanerin. Ich kann Fluche auf Menschen setzen. Und das werde ich auch jetzt leider tun. Und also das ist krass. Die hat Tutorials geguckt von YouTube wahrscheinlich, wie man jemanden mit einem Fluch belegt. Sie ist Marokkanerin. Also bis jetzt, das war mir neu, dass Marokkaner das können. Aber jetzt habe ich es ja gehört. Das ist auf jeden Fall krass, dass Marokkaner das können. Das ist absolut krass. Ich bin schon gespannt, auf wen die Sarah GBS einen Fluch legen will. Bin ich echt schon gespannt. Und was dann auch passiert, Person. Was das für ein Fluch überhaupt ist, ne? Und dann seid ihr alle auch leider selber schuld, wenn ich einen Fluch auf jemanden setze. Punkt, Komma, Geschichte zu Ende, Ausrufezeichen, Fluch wird jetzt gesetzt. Ich mache kein Fluch-Tutorial, weil selber schuld, Leute. Selber schuld. Wirklich. Selber schuld. Wenn ich auf jemanden einen Fluch setze, hat das schon einen Grund. Das hat einen sehr, sehr guten Grund. Und sowas mache ich nicht einfach so. Und du kannst mit mir immer reden. Das ist ja doch nett. Vielleicht wird das dann meine neue BFF. Naja, auf sie setze ich doch keinen Fluch, sie ist nett. Friede, Freude, Eierkuchen, auf sie setze ich doch keinen Fluch. Aber ich überlege mal gerade, auf wen ich eins setzen kann, weil ich habe jetzt extra Fluchmaterial gekauft. Ich habe mir Tutorials die letzten Tage angeguckt. Ich setze einen Fluch auf eine gewisse Person. Darf ich das im Live machen oder wird mein Live gesperrt? Das ist nicht mehr normal, ehrlich nicht. Die ist ja doch ganz nett, also lege ich keinen Fluch auf sie, ne? Mein Gott, ey. Ich lache mich immer kaputt bei diesen TikToks hier. Aber da ist ja noch was. Das war's jetzt von Sarah GBS. Jetzt kommen wir zu einem. Also, was da abgeht, weiß ich auch nicht. Guckt euch genau dieses Video an. Ne? Guckt euch genau. Seid gespannt. Es geht sich um Engelsgesicht, ne? Guckt euch genau das Video an. Die Shaitans kommen. Was machst du da? Die Shaitans kommen wieder, die Jeans. Hör auf jetzt! Okay. Engel, ich muss jetzt eh rausgehen. Wir sehen uns. Ja. Der Typ hat sie nicht mehr alle, ehrlich nicht. Der ist krank, Mann. Ja, okay. Gute Besser. Jetzt! Ja, die sind gekommen, ne? Mein Gott, ne. Engelsgesicht für mich, beste Mann. Beste Mann. Ich hab da noch was. Engel, lass mich nicht das Video rausholen, wo du versuchst, ein Pferd zu ficken, bitte. Kafiro, du Kafiro, du. Habt ihr gehört? Ich mach nochmal. Warte. Hört mal nochmal. So. Engel, lass mich nicht das Video rausholen, wo du versuchst, ein Pferd zu ficken, bitte. Kafiro, du.
Kafiro, du Leute, ekelhafter wisst ihr, was Kafiro. Er gemacht hat? Er war in meiner Hut, er war in einem Bauernhof drinnen mit noch einem Kollegen, wer war das? Nimmt er ein Pferd und er sagt zu mir, ich zeig dir, wie man fickt und versucht, ein Pferd zu ficken. Naja, dieser kleine Junkie, Alter. Dann ist der, ihr wisst, voll auf... Lass mich einfach nicht reden. Ja, der hat mal, mal, wie weißt du, wenn sowas ist? Deswegen, ich lasse deine Show. Das war was kein Pferd, das war Pony. Der hat einfach versucht, ein Pferd zu fickern. Das war ein Pony! Das war kein Pferd, das war ein Pony. Der ist so krank. Er hat einfach versucht. Das war kein Pferd, das war ein Pony! Ich meine das ernst. Das war ein Pony! Du sagst, bist du behindert? Das ist Tierquälerei. Hör auf, sowas zu machen. Hä, das hat doch. Oh mein Gott, Leute, wenn ich das anfange zu erzählen. Ich hab dich. Leute, ohne Witz, schau mal, wenn es sowas geben würde, würde es natürlich Video machen. Das war erstens ein Pony und zweitens, sie war in ihr Gin drin. Die Eltern haben mich angerufen, ich habe sie abgeholt. Sie macht so, wir haben sie einen Hodja gebracht, 2 Minuten nach Hodja, macht die sickig mit einem Hodja. Seine, wie erbärmlich muss man sein, dass man mit einem Priester schläft. 3 Stunden später geht es zur Kirche. Der Papst hat ihm Mund gegeben. Dem Wurm. Ich dachte, ich bin im falschen Film, Leute. Dann? Und dann? Soll ich noch weiter erzählen, Engel, oder soll ich aufhören? Bitte, bitte, Walla, erzähl, bitte. Okay, nein, okay. Aber eins, okay. Darf ich dir was sagen? Ich will nicht übertreiben. Nein, Walla, du. So, Engel, Engels Gesicht, beste Mann, über den lache ich mich die ganze Zeit schlapp. So, zum Abschluss noch ein kleines Video von Engel. Er dreht am Rad, ne? So, das war's erstmal von den kleinen Videoausschnitten. Wenn euch so Videos gefallen, schreibt es mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.